Der Schlüssel zum Seelenpartner liegt in dir selbst. Er heißt Selbstannahme. Der Weg der Selbstannahme ist ein Prozess, und während dieser abläuft, kann zu jeder Zeit der Seelenpartner auftauchen. Kläre dein Verhältnis zu deinen Emotionen. Wie stehst du zu deinem Neid, deinem Misstrauen, deinem chaotischen Verhalten oder deiner Willensschwäche? Hast du dich mit dir selbst bereits versöhnt oder möchtest du dich noch weiter verbessern? Dann bist du dir selbst noch nicht gut genug. Dieses Gefühl überträgt sich und man denkt, man sei auch für andere Menschen nicht gut genug. Selbstablehnung sucht Spiegelbilder im Außen und es tauchen Menschen auf, die mich ablehnen. Selbstannahme findet ebenso Spiegelbilder. Meinen Erfahrungen nach entwickelt sich die Psyche aus der anfänglichen Selbstablehnung hin zur Selbstannahme. Über die Selbstannahme fand mein Seelenpartner zu mir. Ich habe ihn nicht gesucht, obwohl ich lange auf ihn gewartet habe.